Und wir sehen das Spiel der beiden Westfalenligisten, BSV Schön gegen Westfalia Wickede. Das war der Anpfiff. Ich sag mal so, bis hierhin war für Spaß, jetzt wird's ernst. Der Sieger dieses Spiels ist für die Endrunde in der Helmut-Körnig-Halle in der nächsten Woche qualifiziert. Das ist der Schritt, der erste große Schritt, den alle Mannschaften, die hier sind, machen wollen. Die Qualifikation für die Endrunde in der Helmut-Körnig-Halle. Der Ball war schon im Aus. Und in der vierten Spielminute, Spielstand nach wie vor 0:0. Die aktivere Mannschaft, die gefälligere Mannschaft, ganz klar, BSV Schüren. Natürlich ein Fehler der Nummer 15, hat er dem Gegner den Ball aufgelegt, Lukas Meyer. Aber schöne Reaktion von Sascha Remulewicz. Wieder Anel Konja auf Andreas Lüder, wieder zurück zu Anel Konja. Langer Ball. Und Foulspiel. Aber zuvor gab es ein Handspiel. Und der Ball an der Decke. Freistoß für Westfalia Wickede von der Mittellinie, die jetzt komplett gewechselt haben wieder. Schön durchgesetzt. Jetzt Ejepkuskin. Ach, warum spielt er den Ball nicht rüber? Da stand völlig frei Zivkura Dojcic. Da konnte man sehen. Jetzt, da sehen Sie ganz deutlich Zivkura Dojcic. Völlig blank stehend. Einfach rüberspielen. Jetzt vielleicht wieder 2 gegen 1. Und wieder versucht das alleine. Und wieder scheitert er. Mit vereinten Kräften konnte Westfalia Wickede verhindern, dass sie den Ball ins Tor bekamen. Zwei Riesenchancen für BSV Schüren. Und zweimal der Versuch, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen von Ojepkowski. Jetzt der dritte. Gerade hat er noch beklagt, dass er den Ball nicht gekriegt hat, Zivkura Dojcic. Jetzt scheitert er am glänzend reagierenden Malte Remmert. Nach wie vor 0:0. Ja, richtig, richtig entschieden, diesen Ringkampf im Torraum gegen den BSV Schüren entschieden. An die Decke von Angel Konja. Freistoß auf der Mittellinie für BSV Schüren. Spielstand 0:0. Die letzte Minute in der ersten Halbzeit beginnt gleich. Das ist natürlich Risiko, wenn man da mit 4 Spielern ist und es fehlt hinten einer. Wieder Eyüp Közgün. 40 Sekunden. Björn Mennecke über das Tor aus Spitzenwinkel
Malte Remmert musste nicht eingreifen. Spielstand nach wie vor 0:0. Zu Ihrer Information nochmal, sollte eines dieser Spiele unentschieden ausgehen, gibt es eine Verlängerung von 2x5 Minuten. Wieder langer Ball von Anil Konya. Mit ein bisschen Glück bleibt der zweite Ball bei Wickede. Aber Halbzeit 0:0 zwischen BSV Schüren, die für mich die bessere Mannschaft ist oder sind. Völlig richtig entschieden, Freistoß. Und durch einen Zufall, quasi ein Doppelpass mit dem Gegner, kommt Benedikt Zwar 10 Meter vor dem Tor, 11 Meter vor dem Tor, freistehend zum Schuss und bezwingt Sascha Samulewicz mit einem kurzen, trockenen Schuss ins kurze Eck. Keine Chance für Sascha Samulewicz. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wie reagiert der BSV Schüren darauf? Ein Kick für Westfalia Wickede. Der BSV Schüren hatte die größeren Chancen. Ein bisschen Pech gehabt bisher. Und eiskalt macht Westfalia Wickede das 1:0. Andreas Lühler, Direktabnahme. Schüren schüttelt sich noch ein bisschen, ist noch ein bisschen durch den Wind ob dieses Treffers und bringt jetzt wieder 4 neue. Björn Menneke, Eyüp Koskün, Zivko Radojcic. Und mit der 13. Björn Menneke ist sofort zu, einen kleinen Ticken zu spät. Ein Schritt zu spät auf Eyüp Koskün. Jetzt Direktabnahme. Und muss man sagen, da erkennt man natürlich einen Torjäger. Nicht gepölt, sondern genau gesehen, wo ist das Loch. Nochmal in der Wiederholung. Eiskalt. Da lassen sie ihn stehen, da will er den Ball haben. Guckt. Und eiskalt, ohne zu pölen, versenkt er den Ball. Klasse Reaktion von Sascha Samulewicz. 5 Minuten noch zu spielen, Spielstand 1:1. Alles offen. Benedikt Zwar bringt den Ball ins Spiel. Und ein Kick für Westfalia Wickede, die jetzt so ein bisschen sowas wie ein Powerplay hier aufziehen. Der BSV kommt jetzt nicht mehr an den Ball, kann nur noch agieren. Nur noch reagieren. Aber jetzt vielleicht, Wickede muss wieder neu aufbauen. Fehler von Fabio Rummenigge und fast wieder so ein glückliches. Noch ein Fehler von Fabio Rummenigge. Alter Falter, Entschuldigung. Unglaublich.
schon im Spiel davor. Westfalia Wickede lebt nur von den Fehlern der anderen Mannschaften. Nun kann man sagen, okay, das war erzwungen, auch hier, weil man gepresst hat. Aber ich sehe das etwas anders. Auch wenn das eine deutliche Steigerung zu dem Spiel davor ist, wo man gegen Sölde schon 3-0 hinten lag und dann noch durch zwei Sölder-Fehler zum 2-3 kam und überhaupt zur Qualifikation an den Überkreuzspielen teilzunehmen. Ganz neu im Spiel, heute auch erst dabei, Karim Bednarski mit der Nummer 23 bei BSV Schüren. Zwei Minuten, etwas über zwei Minuten noch zu spielen. Jetzt die Möglichkeit, aber Arnel Konja mitgedacht. Super hinterhergesetzt. Drücken wir es anders aus. Wickede qualifiziert sich. Noch nicht. Zwei Minuten, alles klar. Völlig richtig. Wer so reingrätscht, wo Grätschverbot herrscht, der muss auch für zwei Minuten runter. Also warten wir noch, wir gucken uns das nochmal, wir haben uns das gerade nochmal angeguckt. Mohamed El-Moutni, etwas übermotiviert ist er da reingegangen. Jetzt sehen wir es nochmal. Ja, völlig klar. Mit der Intensität bei Grätschverbot gibt es nichts anderes wie eine 2 Minuten Zeitstrafe. Also warten wir mit dem Abgesang noch. 23 Sekunden, 4 gegen 3. Zwölf Sekunden. Eckstoß. 5 Sekunden. Ja, das war auch schwach, was der BSV Schüren jetzt in 23 Sekunden Überzahl geboten hat. Nix war das. Wickede qualifiziert sich tatsächlich für die Endrunde. Unglaublich. Herzlichen Glückwunsch nach Wickede. Und der BSV Schüren landet im Entscheidungsspiel. Und wer sein Gegner werden wird, erfahren wir jetzt von Uwe Kiska bei VfR Sölde gegen SV Westrich. Der VfR Sölde in weißer Spielkleidung. Maurice Koschinski wird den Anstoß vornehmen. Er nimmt den Anstoß vor. Und jetzt hoffe ich, dass ich jetzt kein langweiliges Spiel sehe. Ich habe den Jungs von Westrich gerade gesagt, Leute, lasst den Ball laufen, ich will Tore sehen. Das Gleiche habe ich den Jungs aus Sölde mit auf den Weg gegeben. Ich bin mal gespannt, wer sich dran hält. Ich will Tore sehen und ich will ein schnelles Spiel sehen. Also, die Taktik spielt natürlich auch hier eine Rolle. Klar, logischerweise, aber man will ja hier nicht nur in eine Verlängerung gehen, zumal 5 Minuten. Und das wäre für die Mannschaft, die verliert, ja nicht gerade gut, weil man ja schon in 20 Minuten dann dieses Überkreuzspiel oder das Entscheidungsspiel machen muss. Konditionell. Ja, schön gesehen. Kommt er zum Abschluss. Und er kommt zum Abschluss. Das war der erste Treffer, den wir gesehen haben. Auf jeden Fall, sie halten sich dran. Wer sagt's denn? Mit der Nummer 8 hier erfolgreich. Martin Triefske. Und da schauen wir es noch einmal uns an in der Wiederholung.
klasse gemacht. Also den ersten Treffer nach gut einer Minute. So, Jungs vom SV Westrich, eure Fans wollen jetzt auch ein Tor von euch sehen. Die wollen mal richtig jubeln wieder. Ihr seid dran. Also mit ein 5:6 oder 6:5 wäre ich zufrieden. Ja, man ist jetzt natürlich ziemlich entspannt. Christian Nowak im Tor beim SV Westrich. Er hat auch in der Vorrunde exzellent gehalten. Der SV Westrich ist ja gestartet in der Halle Nette, die ja jetzt nicht mehr dabei ist. Aber irgendwie explodiert die Mannschaft noch nicht so richtig vom SV Westrich. Und die Möglichkeit für Sölde. Und Martin Triewski erzielt den Treffer. Da schauen wir uns das nochmal an. Er guckt und haut eine rechts in die Ecke rein. 2:0. Also nach 7 Minuten. Also gegen BSV Schönjung vom SV Westrich werdet ihr es sehr, sehr schwer haben. Und die letzten Sekunden. Und das war's. Die erste Halbzeit ist um. 2:0 Führung für den VfR Sölde. Und die 2:0 Führung ist auch verdient. Ja, die Jungs des VfR stehen wirklich gut. Und da ist der Treffer. Wer sagt's denn? Mit der Nummer 8 erfolgreich. Manuel Kuckklick. Jetzt ist eigentlich alles wieder offen. Vielleicht hat die Ansprache jetzt in der Halbzeit doch was bewirkt. Oh, also das sind normalerweise 2 Minuten. Ja, ganz klar. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Jens Jeckel darf Platz nehmen. Da schauen wir ja Senzner ja förmlich um. Da kann er also mit 2 Minuten sehr zufrieden sein. So, jetzt kommt es drauf an, wie Taktik. Die Taktik, die man jetzt spielt. Zwei Minuten können auch schnell rum sein. Jetzt die Möglichkeit, die ganz große Chance. Und flach spielen. Der Ball wird eingeschossen für den VfR. Ja, man hat ja Zeit. Man ist in Unterzahl. Also da darf man nicht einfach drauf schießen. Da muss man taktisch jetzt wirklich versuchen auszuspielen den Gegner und dann die Lücke finden, aber keine Kontermöglichkeit zulassen. Nix. Also alles im grünen Bereich, der Schiedsrichter steht, sehr guter. So, und jetzt muss der SV Westrich schneller spielen. Die Zeit geht schnell rum. Sie machen schön zu, die Sölder. Stehen gut, eins, aber jetzt die Lücke da und da ist der Ball drin. Mit der 17. Pascal Wiczorek. Also jetzt in der zweiten Halbzeit spielt der
SV Westrich, auch wenn das jetzt in Unterzahl war, meines Gefühls viel, viel konzentrierter. Also die erste Halbzeit geht ganz klar an den VfR Sölde. Aber was ist jetzt mit dem VfR Sölde los? Hat man sich so sicher gefühlt? Die Jungs wissen doch, wie schnell das geht im Hallenfußball und was passieren kann. 2-2. Alles offen wieder. Also damit habe ich wieder nicht gerechnet. Die Westricher, muss man wirklich sagen, die spielen sehr kurios manchmal. Dann sieht man, es passiert nichts und dann auf einmal läuft es. Läuft die Maschine dann auf Hochtouren. Oder alles Taktik. Also Tobias Arland macht eigentlich einen sehr, sehr entspannten Eindruck. Vorhin hat er uns ja erzählt, dass er sehr, sehr nervös war und kaum geschlafen hat. Aber wie ruhig er da steht. Jungs, denkt dran, wir wollen doch keine Verlängerung. Man hält wieder den Ball. Man kann doch mit einem 2-2 jetzt hier nicht zufrieden sein. Also dieses Hin und Her, das. Also man sucht förmlich, wann ist es soweit, wann explodieren wir, wann können wir die Lücke finden. Nur so findet man keine Lücke. Und gibt den Ball ab, komm. Alles gut. 90 Sekunden noch. Wer macht das entscheidende Tor in der regulären Spielzeit? Man kann doch wirklich nicht die Verlängerung wollen. Oder ein 8-Meter-Schießen. So, die letzte Minute beginnt jetzt. Und jetzt hält die Zeit immer wiederum an. Das kennen Sie ja schon aus den anderen Begegnungen. Und der Ball wird eingeschossen für den SV Westrich. 53 Sekunden. 53 Sekunden. Wie kann man den Ball so knallen? Freistoß am Mittelkreis. Sie sehen die Uhr und sie hält wieder. Gibt es hier eine Verlängerung? Und es sieht ganz danach aus. So, jetzt doch noch einmal nach vorne, oder? Niklas Ernst, Sekunden vor Abpfiff, die Uhr steht bei 10 Sekunden. Also das kann man doch gar nicht glauben. Ich werde verrückt. Also die ganze Zeit hat man den Ball so gespielt, dass man einschläft hier. Und dann wachen die Jungs auf und sie explodieren. 10 Sekunden noch, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Und jetzt 9-8. Was passiert jetzt?
4, 5 Sekunden noch. Also, ich werde faul. Das kann doch nicht wahr sein. Da machen die das Tor. Das gibt's doch nicht. Und da gibt's doch mal eine gelbe Karte. Und ich werde mal jetzt sofort runtergehen zum Trainer. Liebe Zuschauer, also, sehen Sie sich die Szenen hier an. Uwe ist unterwegs und möchte Stimmen einsammeln. Aber ganz ehrlich, ich glaub's nicht. So. Westrich als Kreisliga-B-Verein hat hier kein Spiel verloren. Hoffe, bitte, Uwe. Mich. Bitte, Uwe, mach. Ja, ja, ich versuche gerade. Tobias, herzlichen Glückwunsch. Willkommen in der Helmut-Körnig-Halle. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin gerade völlig sprachlos. Das weiß ich nicht. Dafür lebt man, dafür spielt man Fußball. Das, ja, ich bin fertig. Ich kann das gut nachvollziehen. Aber ich muss aber ganz ehrlich, wenn ich das Spiel mal so sehe, in der zweiten Halbzeit, ich hatte manchmal so den Eindruck, die Mannschaft wäre eingeschlafen. Entschuldige bitte, wenn ich das so sage. Ihr habt ja wirklich da. Und dann seid ihr plötzlich da, seid explodiert und macht das Tor. Ich habe geglaubt, ihr holt ihn in der Verlängerung. Ja, also wir sind natürlich sehr schlecht gestartet. Hat Sölde sehr, sehr gut verteidigt. Somit konnten wir nicht unser Tempo herausspielen. Haben dann etwas umgestellt, ein paar Sachen geändert. Und ja, letztendlich war das dann der Schlüssel zum Erfolg. Wir nicht Hallihallo spielen, das werden wir auch nächste Woche nicht machen. Ist, denke ich, völlig normal. Ja, also wir sind B-Ligist. Aber wie gesagt, was heute hier passiert, das ist, ja, muss wirklich mit den Worten ringen. Wahnsinn. Das heißt also, heute musst du ja noch den Kasten Bier bezahlen, oder? Ja, ich stehe zu meinem Wort. Kasten Bier, ich werde aus dem Putzeimer saufen. Also das wird eine ganz, ganz lange Nacht, glaube ich. So, und dann geht's in die Vorbereitung. Wie bereitet man sich vor? Ich weiß, jetzt gibt's ja wahrscheinlich noch gar keinen Plan. Oder hast du wirklich schon mit der Mannschaft gesprochen vorhin und gesagt, so, wenn wir das Ding haben, fahren wir ja nächste Woche Freitag dann mal in kurzer Helmut-Körnig-Halle? Nein, also steht noch gar nichts. Eventuell werden wir unter der Woche noch mal trainieren. Aber mal schauen. Nächste Woche auch einfach mitnehmen, genießen. Ich glaube, wir sind aktuell der einzige Billiges, der es überhaupt geschafft hat. Und dann gucken wir mal, auf wen wir da treffen. Gestern Ablabek, Superspiel, Sölde. Ja, mehr geht eigentlich nicht. Im Endeffekt können alle Angst haben. So will ich das nicht sagen, ja, um Gottes Willen. Also wir backen nach wie vor kleine Brötchen. Aber ja, heute genießen wir erstmal den Tag und diesen phänomenalen Einzug in die Körnighalle. Dann würde ich sagen, sehen wir uns Freitag. Ich freue mich drauf, Uwe. Danke. Ich dir auch. Danke. Du, hau rein. Hab viel Spaß noch. So, und ich will mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie da einen Spieler finde und mal hören, was die Spieler vorhaben. So, ich guck mal. Komm, herzlichen Glückwunsch zum Einzug. Ihr seid am Freitag dabei. Ich habe gehört, euer Trainer wird heute einen ausgeben. Er hat mir vorher gesagt, er gibt einen Kasten Bier. Wusstest du das? Ich würde mal sagen, dass er mehr als einen Kasten Bier rausholen muss heute. Also, das ist phänomenal, kann man gar nicht glauben. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich muss ja sagen, wenn man so die zweite Halbzeit, ich habe erstmal, wenn man das kommentiert und ihr habt den Ball natürlich wieder gehalten, wir haben uns vorhin kurz unterhalten und da habe ich gesagt, tut mir gefallen, haltet den Ball nicht so lange und schlaft nicht ein. Ja. Ich hatte den einen schlaft ein und dann seid ihr kurz vor Schluss explodiert und haut den da rein. Ja, also ich glaube, viele haben nach 0-2 schon gedacht, okay, das hat sich erledigt, relativ flott. Ich glaube sowieso, wir wären als B-Ligist, hätte keiner mit uns gerechnet so lange, dass wir überhaupt dabei sind. Jetzt spielen wir nächste Woche noch in der Endrunde. Das ist also Wahnsinn. Ich muss ehrlich sagen, du, beim 2-0 habe ich auch geglaubt, das Ding ist gelaufen. Ja, absolut. Aber wie habt ihr das? Ich hatte den Eindruck, in der Halbzeit ist was passiert, denn ihr habt eine andere Halbzeit gespielt. Ja, wir haben versucht, noch mal ein bisschen umzustellen. Ich denke mal, dass dann auch die 2-Minuten-Strafe uns da in die Karten gespielt hat, dass wir zum Ausgleich kamen. Ja, und was dann am Ende passiert ist, ist nicht in Worte zu fassen. Und ich glaube, nächste Woche wird es noch mal richtig laut, weil ich glaube, dann werden wir noch mal ein paar mehr dabei haben. Zwei Busse. Und dann brauchen wir wahrscheinlich zwei Busse, genau. Okay, geh rüber, die wollten ein Foto machen jetzt.
Und das ist jetzt ganz wichtig. Also, die Fans feiern natürlich jetzt klar ihre Mannschaft. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe diesmal an diesem Wochenende mit dem SV Westrich total daneben gehauen, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Aber die Jungs haben mir gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Sie kommen aus dem Dortmunder Westen und der Westen freut sich. Und ich bin mal gespannt. Ich habe noch keine Informationen, wie es in den anderen Hallen jetzt aussieht. Das ist eigentlich auch jetzt piepegal, wer noch aus dem Westen dabei sein wird. Also hier hat es ein B-Kreisiges geschafft. Nicht nur alleine diese Mannschaft, sondern die Fans haben dazu beigetragen, dass man wirklich hier ja, um sich ja, so gewachsen ist oder so überzeugend eigentlich taktisch gespielt hat. Also das ist schon fantastisch. Uwe, jetzt bin ich ja mal gleich gespannt. Der VfR Sölde, der wird es nicht einfach haben. Das wissen wir natürlich. Favorit ist natürlich ganz klar der BSV Schüren. Ich glaub, der BSV Schüren kann froh sein, dass er nicht gegen Westrich spielen muss. Also es ist ja absolut der Hammer. Erstmal von meiner Stelle herzlichen Glückwunsch aus ganzem Herzen an den SV Westrich, was die hier geleistet haben. Hammerartig. Aber ich habe das vorhin schon mal gesagt. Spieler dieser Mannschaft, Spieler dieses Tages, Spieler des gestrigen Tages, Spieler dieses Turniers ist für mich ohne Frage die Nummer 7 des SV Westrich, Marvin Middeldorf. Und auch das 3:2 hat er wieder aufgelegt. Also ich muss sagen, wenn der Junge nicht in die Mannschaft dieses Turniers kommt, dann weiß ich es nicht. Ich habe den Marvin hier. Marvin. Gratulieren von mir. Ich super soll Leistung. Meinen Kollegen Uwe Sessi gratulieren. Der fand ich, du wärst der beste Spieler heute hier gewesen. Was für ein Gefühl ist das heute für dich? Dreh dich mal ein bisschen rum, dann können wir da, dass die Kameras, oder wir gehen mal kurz darüber, dann kann die Kamera dich besser sehen. So, jetzt bist du auch zu sehen. Okay, jetzt. Unbeschreibliches Gefühl, mit dem Kreisliga-B-Ligisten in die Endrunde einzuziehen. Das ist, mir fehlen gerade echt die Worte. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ja, Sie sehen ja die Stimmung hier. Der ganze Verein, der bereist das Vereinsheim auf jeden Fall gleich ab. Werdet ihr heute Abend noch einen drauf machen? Mehr als das, definitiv. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mit dem Trainer ja vor dem heutigen Tag gesprochen. Wir können gleich knuschen. Da habe ich ihn gefragt, wenn ihr einzieht, ob er eine Kiste Bier ausgibt. Er hat mir gesagt, das macht er. Eine ist ein bisschen wenig, Coach. Also ist noch ein Pass heute drin. Ich bin so stolz als Präsidentin auf meine Jungs. Wir sind eine Familie und das haben wir heute hier demonstriert. Einfach nur geil. Werdet ihr denn, sagen wir mal, mit der Mannschaft heute Abend noch einen trinken? Aber sowas von. Wir rocken das Vereinsheim, ne Marvin, genau. Definitiv. Das heißt, habt ihr denn schon was vorbereitet, so ein klein bisschen, oder müsst ihr alles spontan machen? Wir machen immer alles spontan. Das läuft bei uns sehr, sehr gut. Und dann geht es ja am Freitag geht es zu Helmut Körnikal. Ihr seid dabei bei den Top-Mannschaften, bei den 12 Mannschaften hier aus von 72. Ich könnte mir vorstellen, als Präsident ist man natürlich richtig stolz darauf. Ich bin sowas von stolz, das kann ich überhaupt nicht in Worte fassen. Ganz, ganz recht herzlichen Dank an meine Jungs, an meine geilen Fans, an alle, die uns unterstützt haben. Recht herzlichen Dank. Mega Angelegenheit. Also da muss man wirklich sagen, eure Fans. Was Birgit alles leistet, ist grandios. Das soll sich alle Präsidentinnen eine Scheibe von abschneiden. Birgit und Ralf, absolute Hammerklasse. Oh, du feierst noch ein bisschen. Ja, aber ich sag mal, was werdet ihr organisieren jetzt? Heute war ein Booster, habe ich mir sagen lassen. Nächste Woche sind zwei? Wahrscheinlich. Also so wie es aussieht, wer da alles mitfahren will, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Oder wir chartern eine S-Bahn. Mal schauen, was wir machen. Also da sind wir immer sehr erfinderisch beim SV Westrich. Ich denke mal, für den Verein ist das natürlich auch was ganz Besonderes. Ja, wenn man natürlich, alle werden in den nächsten Tagen über euch sprechen. Genau. Und ihr werdet riesen Schlagzeilen haben. Ich kann mir vorstellen, dass du dich freust, am Montag die Zeitung zu kaufen. Aber sowas von, das werden wir auf alle Fälle machen. Wir haben ja auch die Zeitung und wie gesagt, wir sind sowas von stolz. Und wir können nur allen Dank sagen, auch andere Vereine, die uns unterstützt haben. Ganz tolle Sache. Aber wenn du den heutigen Tag mal betrachtest, da gab es ja auch manchmal ein Ergebnis im Laufe des Spiels, wo man sagt, na, das Ding ist gelaufen. Ich muss ehrlich sagen, beim 2:0 habe ich gesagt, das Ding ist vorbei, die schaffen das nicht mehr. Ich habe es mir gewünscht, alleine wegen die Fans, weil die ja eigentlich so eine Veranstaltung richtig mit nach vorne bringen und auch für Begeisterung sorgen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube immer an meine Jungs. Ich glaube an alle Mannschaften.
an meine Jungs, was die geleistet haben. Ich war da eigentlich immer von überzeugt. War immer davon überzeugt. Immer. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am... Ja, genau. Alles Gute und Glückwunsch nochmal und Gruß an deine... Auf alle Fälle. Mach ich. Danke. Danke. Ja, also, ich muss jetzt den Schal noch abgeben. Ist das deiner oder wem deiner ist das? Komm hier, deiner. So. Den möchte ich dann am Freitag wiedersehen, ja? Okay, Jungs, feiert doch schön. Also, guck mal, da machen wir nochmal, vielleicht drehen wir nochmal die Kamera. Oh, vorsichtig, dass man sieht, also, das sind die Bilder des Tages, würde ich sagen. Das ist der SV Westrich 55 und die werden heute das Vereinsheim rocken. Da wird so richtig die Party abgehen. Also, sensationell. In den letzten 10 Sekunden haben die erst klar gemacht, dass die am Freitag dabei sind. Und ich habe schon mit einer Verlängerung gerechnet. Uwe, und ich bin wirklich jetzt gleich gespannt auf die nächste Begegnung.